So falsch kann es nicht sein. So, jetzt haben wir ja Jacko und Gotzen. Beide mit dem Wurmbild. Schauen wir mal, ob sie uns anwurmen wollen. Ja, eben konnte ich mir beherrschen, hab sie nicht genommen. Ja, die waren auch nicht gut, ne? Also nicht gegen Factory halt. Nee. Vor allem Factory mit Phönixen sogar noch. Ja. Hast du eigentlich das Update heute mitbekommen? Was wurde geändert? Nicht viel, nur Firebatcher-Text, gell? Was? Das war doch nicht heute. Das war doch erst. Also 1.0.3, ne? Mit diesem günstigeren Range und günstigerem. Wann war das denn bitte? Ja, vor 2 Tagen oder so. Also heute. Nein. Es sei denn, sie wurden nochmal geändert. Hä? War das echt am. Das ist schon länger her. Am 1. November, du hast recht, ja. Vor 3 Tagen. Am Freitag war das, upsie. Aber ich kann dir sagen, ich hatte ein Spiel gegen Rooster und da habe ich Fire Badger benutzt mit. Ich habe extra nicht Napalm ausgewählt, sondern Scorching und ich wurde trotzdem von Crawlern überrannt. Und ich hatte viele Fire Badger, 10 oder so. Okay. Und Rooster war selbst auch überrascht. Ich habe es dann auch noch mit Napalm mal probiert, aber das hätte auch nicht geholfen am Ende. Also, es ist ganz komisch. Also, ich hatte erst gesagt, wie kann man Fire Badger noch mehr buffen? Also, sie sind ja in dem, was sie tun, gut, ja? Jetzt ja. Nicht im Standard versus Standard unbedingt. Aber dann auf einmal so, hä? Wieso rennen denn die Crawler trotzdem so lange drüber? Also, ich war ganz baff. Okay. Und ich baue doch nicht in der Defensive, wenn der andere pusht, gegen Crawler Vulcans, wenn ich Fire Badger habe. Also, das ist doch komisch, ja. So, jetzt guck mal aber mal dieses Spiel. Okay, der hat Speed mit Fangs und Artillerie. Das ist aber auch wild. Oh, ich stelle ich das ja am dümmsten auf. Ja. Im 1-1 würde ich einfach 2 Crawler holen. Aber hier sind die noch mehr Crawler irgendwie komisch. Die kann man da nicht so an den Rand stellen. Ich mach's mal trotzdem. Ja, ich brauche ja aber Crawler, denke ich, wegen den wegen seinen Kollegen da. Teilen wir die hier vielleicht so auf, so? Ist das was? Kann man machen. So, habe ich überhaupt Hallo gesagt? Weiß gar nicht. Ich wink mal, bevor die Runde losgeht. So. Verquatscht. Bin noch etwas perplex, was ich hier machen soll. Okay, hat 2 Arclights. Damit bin ich hinüber. Mist. Ja, tank deine Crawler noch für meinen Arclight. Ah. Sehr gut. Oh, die Raketen gehen auch direkt auf den Arclight. Das ist auch immer böse, ne? Wenn man so viel Crawler hat und dann sterben die Arclights am Anfang. Ja, ich bin jetzt gut durchgekommen aus und ich komme gleich zur Hilfe in die Mitte. Was hast du jetzt eigentlich für einen Spezialisten gehabt? Ich habe gar nicht geguckt. Farseer. Ich habe aber Zufall gewählt. Es war alles irgendwie nichts Tolles dabei. Das Spiel kann ich auch Zufall spielen. Das machst du erstaunlich oft irgendwie. Ich will nie per Zufall. Aber du bist auch erstaunlich oft sehr unzufrieden mit deinen Spezialisten. Ja. Ich glaube, es gibt so einen, wo du sagst, den kann man nehmen. Also ich hätte gerne Supply mit Arclights und Stormcrawlern. Das wäre dein Lieblingsstarter, okay. Geil, das wäre der absolute Camper. Ich lege mich auf nichts fest, Start, oder? Oh, Extended Range Arclights könnte man dazu packen. Ich nehme mich, glaube ich, mit. Ich habe schon 3 Arclights. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ich habe keinen. Macht man das dann? Nee, oder? Er könnte es machen. Ich glaube, ich gehe eher Arty. Ja. Man kriegt dann auch keine Crawler. Vielleicht soll ich dann trotzdem ein Attack-Upgrade noch drücken? Hm, eher nicht. Ich will nur save einen Crawler hinten rein. Muss ich gucken, wie ich möglichst viel Artillerie hier unterbringe. Das ist ein bisschen. Bisschen komisch. Soll ich jetzt hier einen Fang dazusetzen, damit ich einen Fang dazugesetzt habe? Oder lieber eher nicht, gell? Wenn er Air Units baut, dann machst du das, ne? Na toll, ich habe gar nichts gegen Air. Ich auch nicht bisher, aber. Sag mal, wie stelle ich das auf? So sieht es behindert aus, aber dann kriege ich da noch eine Artillerie dazwischen. Okay. Es geht nicht um die Schönheit, es muss klappen für Till. Ja, schon. Ich habe das Gefühl, ich muss hier viel bauen. Der nimmt bestimmt die Extended Range Arclights.
kaufe ich dann, kommt dann Vulcan hin und gut ist. Dann mach mal hier die ganze Chose. Deine Crawler gefallen mir sehr. Die Marksmen werden sich damit lange beschäftigen, habe ich das Gefühl. Ja, mal gucken. Hat eine Rakete, okay. Mist. Aber bleiben drei stehen, ja, ist okay. Und zieht noch was ab. Deswegen stellt man es ja so auf. Aber der Sabertooth ist ein bisschen fies gegen dich, potenziell. Ja, ja. Aber wenn ich einen Tower vorher kriege und dann geht das wahrscheinlich. Das sieht gut aus. Mal gucken. Lass auch mal den Tower schnell holen, sonst wird's Aua. Ja, der hat die genommen. Okay, in der Mitte wird's jetzt auch doof. Ein Steeball überlebt, sehr schön. Okay, ich hab ihn hier, aber die Mitte verlieren wir, ne? Ja. Ein Rand jetzt dann auch durch den Debuff. Ja, du kriegst ihn ja vorher noch tot, oder? Hast du quasi. Ein Stormcaller, oder? Mehr hast du nicht mehr gegen. Ja, okay. Jetzt komme ich aber wieder zu, pass auf. Ah, sehr schön. Komm, noch eine Salve. Ja! Ja, sehr schön, den Debuff geholt. Das okay, Steeball reicht, oder? Nee, da war ein Fang. Die Artefakte reichen auch nicht. Ja. Ach, du hast auch Extended Range, ja. Ja, genau. Hm. Macht der Anti-Air auf den Arclights? Hat er. Hat er. Hat er. Immer ein Phönix mit. Ja, ich glaube, ich auch, ehrlich gesagt. Weil Schaffclear. Ich überlege halt wirklich, ob ich. Also, ich habe Farsi auch noch. Ich überlege echt, ob ich hier auf Arclights gehe. Kann man das mal bringen? Einfach direkt Elite ausgeben? Aber die haben nicht gelevelt bisher. Ist vielleicht eher Quatsch, gell? Eigentlich ein Vulcan ist super teuer. Was ist ein Vulcan? Willst du haben? Was bist du für ein SPC? Sabertooth. Wo ist der denn? Er ist verkauft oder ist einfach? Das macht man nicht. Ja, das ist schon fort. Okay, ich mach's anders. Ich öle ihn schon mal ein. Weil das mache ich gern. Mit meinen Kontrahenten. Okay. Manchmal auch Verbündeten. Ein Pseudo-Fang hier einfach. Also ist ja nicht Pseudo, aber so. Aber mal einen. Tech. Okay. Schauen wir mal. Der nächste Runde. Schauen wir mal. Bin auch gespannt, wie es wird. Der eine Fang ist mein Anti-Air. Er hat die Mustangs genommen, okay. Ja, aber mir geht's leider ein bisschen schief gerade. Ja, wir haben immer noch das Problem in der Mitte, so. Ja. Aber da kommt dann halt ein Vulcan noch mit hin, aber das wird. Das okay, ist ein bisschen gewinne, doof aber hier. Trotzdem. Ja, ich komm gleich noch mit einer kleinen Armee rüber, ist zu spät für dich, gell? Mhm. Das Problem ist halt, wenn ich nicht weiter. Nee, ist, ich verstehe schon. Ich muss das noch ein bisschen machen. Krieg das noch hin. Ja, ist halt trotzdem blöd. Ich stelle mal ein bisschen was hin in die Runde, dass wir irgendwie Mitte halten können. Muss mal gleich analysieren, woran es hängt. Aber es ist eigentlich ganz gut. Deine Einheit überleben ja auch eine Weile außen. Dann kann ich die Divas holen, dann geht das. Könnte schlimmer sein. Die Production ist auch so. Oh, ist alles so teuer. Oh. Ich muss es kaufen. Da kann ich mir einen Vulcan holen, die Runde. Das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen. Ah, diese Zwänge, gell? Ja. Kann ich nicht machen. So, jetzt kriegen wir auf jeden Fall hinten Rhinos reingetroppt, richtig? Das könnte passieren. Ich mach's anders, die Runde. Ich grade hier nochmal ab. Ich könnte ihn auch ins Öl rüberziehen ein bisschen. Das wäre unmöglich. Kann ich aber nicht beides upgraden, das wäre auch doof. Warte mal. Jetzt warte doch, Hawk.
Ja, ich warte. Ich habe noch nichts gedrückt, alles klar. Ich überlege nämlich gerade, ob ich die. So warten Sie doch. Wie ich die Geschichte hier deffen will, aber. Egal. So. Ja, eigentlich wollte ich meine Artillerie upgraden. Sonst werde ich wieder hier geflamed in den Kommentaren. Warum gradest du niemals Artillerie ab? So. Soll ich aber einen Farthier in die Mitte stellen? Der gewinnt ja nicht mehr dagegen, ist Quatsch. Ich stelle einfach Craw dahin und hoffe, dass es reicht. Okay. So. Ich gebe jetzt meine restlichen 50 nicht auf, weil die brauche ich natürlich, um Vulcans zu bauen. 50, wenn mir richtig helfen. Mal gucken. Beide Rhinos bei mir, okay. Der baut eine Rakete gegen meine starke Artillerie. Schnell, Crawler rennt rein zuerst. Nein. Meine starke Artillerie ist tot. Und der baut immer mehr Phönixe. Okay, die Rhinos haben wir gedefft, aber die ziehen natürlich ordentlich Einheiten ab. Und dadurch kommt mein Push nicht mehr durch. Wobei, ich krieg den einen Tower in der Mitte, kriege ich jetzt. Also ich gehe jetzt unter. Was? Hilft dann nicht. Wobei es geht, oder? So arg. Ja, jetzt kommen die ganzen Phönixe. Ja, okay, die Phönixe kommen noch. Ich mache da halt Anti-Air-Range-Marksman, ne? Aber das sind viele. Was hast denn du? Ein Farseer, ja. Ja, nicht mehr. Die Stormcaller, aber egal, gut. Die Runde verloren. Ja, zumindest kein Elite drauf, ja. Ja. Ja, es war halt, der Trop hat sehr viel von unseren Einheiten abgezogen. Eigentlich würde ich gerne Super Supply mitnehmen. Können wir machen. Dann machen wir es halt beide, würde ich sagen. Aber, muss den Giant diese Runde bauen, das kann ich nicht, sonst. Also ich. Ja, ich glaube, das lohnt sich auch einfach gar nicht. Lassen wir es einfach, oder? Ja, wir lassen es. Giant nehme ich trotzdem mit. So. Mein Luftabwehr ist leider immer noch sehr überschaubar, aber ich muss irgendwie vor allem gucken, dass ich diese Runde jetzt erstmal gewinne. Ist die Frage, hole ich jetzt? Ich habe nur einen Marksman. Soll ich einen zweiten Vulcan holen oder lieber noch einen Marksman? Also, er hat halt viele Phönixe, ja. Okay. Zweiten Vulcan oder. Mach halt, wie du denkst. Ich meine, im Endeffekt, wenn du einen Chafor gewinnst und dann ist halt immer schwierig mit den ganzen. Weißt du was? Ich drück gleich Best Partner. Das ist doch eine kluge Idee, oder? Kann man zumindest machen, ja. Aber jetzt habe ich keine Reichweite auf den Marksman. Dann gehe ich total ein. Ach, das wird schon. Na gut. Nächste Runde wird's besser, Hawk. Alles klar, dann war immer die nächste. Reichweite auf der Arti brauche ich auch noch. Oh Gott. Er hat mir ein Öl hingelegt. Okay. Schweinerei. Aber ich habe eben erst auf seine ganzen Einheiten rechts gesetzt. Die sind jetzt alle erstmal alle ohne Tex. Ja, ein Marksman hilft mir das. Und langsam. Aber ich brauche unbedingt Anti-Air und Reichweite auf den Marksman, sonst treffen die nie die Phönixe. Ich habe einen angeschossen. Komm jetzt rüber und so. Hast du Anti-Air? Ja, ein bisschen. Zwei Phönixe ohne Reichweite. Es sind nur die Phönixe übrig. Und ein Farseer, ja. Ich habe noch sehr viel Crawler, das sollte echt passen dann. Na komm schon, Debuff, ja. Genau, und sie sind aber auch in guten Rhythmus. Schön, schön abwechselnd. Ah, jetzt waren sie wieder gleichzeitig. Okay, das hat doch geklappt. Gut, Hawk, du hast uns Zeit verschafft. Das war äußerst, äußerst wichtig. Wieso ist der Wurm nicht auf Level 2? Was mache ich denn gegen Level 5 Rhino? Einfach hoffen, dass es nicht kommt, oder?
Also ich habe Steelballs dagegen. Ich hoffe, dass es nicht kommt. Also mein Gegner war auch Creedy. Ich schätze mal, er wird wahrscheinlich den Scorpion spielen, oder? Vermute ich mal. Ich glaube, eigentlich gegen das, was mein Gegner hat, sind hier Würmer sehr gut. Aber wenn er halt den Scorpion Level 2 holt, aber was, woher soll ich es wissen, ne? Ist ja alles geraten. Ich glaube, der Fortress ist einfach auch eine Macht hier. Ich stelle den Fortress auf. Ich habe so Angst vor diesem Rhino. Da muss ich einen Melter spielen, dann, wenn es dann kommt, ja. Hilft okay. Ja nichts. Ich meine, ich habe Steelball Production, stimmt. Fällt mir gerade ein. Ich habe auch Steelballs. Okay, wir schauen mal. Wir haben ja noch viel Leben. Wir haben ja Zeit. Richtig. Also ein bisschen. Drück noch ein paar Upgrades. Aus dem Beacon hätte ich auch noch setzen können, gell, ist ja schlau. Oh, jetzt ölt er mich an. Und der macht Würmer. Oh, der ist so böse. Guck mal, mein Vorder steht schon mal gut für ich den. Ich brenne komplett gleich. Rhino in der Mitte. Oh, oh. Okay. Oh ja, das, du hast aber auch kaum geknubbelt da hinten und so. Kommt Würmer. Steelballs. So lang. Es ist erstaunlich, dass es noch nicht brennt. Oh, jetzt brennt es. Es ist erstaunlich, ja. Sobald jetzt. Der Wurm auftaucht, zack. Ah, dann magst du mein Leben aber teilweise noch, ist gut. Teilweise, ja. Jetzt kriegen wir gleich einen Debuff. Es war gut, dass es am Ende halt angefackelt wurde. Dann habe ich das Problem nächste Runde nicht. Ja. Ja, und die Marksmen machen noch mit. Hey, das hier läuft besser als gedacht. Okay, aber... Ah, er hat auch schon Platte. Jetzt muss ich mir nur überlegen, was ich mache. Ich habe nämlich keinen Ignite. Gegen Platte am besten EMS einfach auf den Marksmen vielleicht. Na, könnte ich machen. Aber, schon aber ich habe schon zwei Texte. Ja, okay, das ist teuer. Dann ist teuer. Es gibt Gott sei Dank direkt neues Öl und so. Ich habe zwei Öl, ja, jetzt, ja. Kann ich ihm einfach Supi. Alles wegbrennen. Ich nehme auch nochmal Öl. Ja, jetzt muss man halt schilden, ja. Das ist alles nichts. Ich pack's aber auf den Fortress das den Core und dann ist der da die Lebensversicherung in der Mitte. Wird schon. Ich meine, theoretisch könnte ich mir jetzt noch mehr Farce hier mit Reichweite holen, weil er hat keine Elite-Marks mehr auf den Phoenix und dann würden die auch hart kontern. Ich kann es aber auch einfach lassen, also. EMS gegen Crown Use brauche ich jetzt hier auch nicht wirklich. Ich könnte auch einfach Anti-Air auf meinen Arclights ausgeben. Ist wahrscheinlich schlauer. Ach, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll gegen die Würmer jetzt. Ich würde einfach, wenn ich noch weiter Vulcans hole, kommt noch mehr Zeug raus. Aber das bringt auch nicht so viel. Aber ja, ich stelle mal noch einen mit hin. Na, ich gebe vielleicht einfach Ignite aus und baue noch mehr Fangs von hinten. So mache ich's. Ich gebe mal auf meinen Farsien EMS aus, das ist ja nicht teuer. Dann. Warte mal, ich brauche noch Range auf. Eigentlich brauche ich noch Range auf den 500. Ne, das ist zu teuer. Kann ich mir nicht mehr leisten. Beacon ist auch so überbewertet, glaube ich. Beacon, okay. Jetzt ölt er mich so quer rein. Wollen wir wetten, dass mich das komplett anzündet? Weil okay, nächste Runde so gibt's. Verbuggt ist. Guck mal bei mir in der Mitte, was er da reingesetzt hat. Die ganzen ja, guck mal, es brennt unter den Schilden. Es brennt ja. Komplett, obwohl dann das Öl nicht gelandet ist. Ist halt leider immer noch verbuggt. Ich gebe nächste Runde Anti-Air auf meinen Arclets aus. Dann habe ich das hier, GG. Diese Runde haben sie einen Debuff geholt, der hat irgendwie drei Wespen-Squads mit Double-Upgrade in der Mitte platziert. Ja, ich kill aber auch noch viel, gucke mal. Ja, ich gewinne trotzdem die Runde anscheinend, oder? Ja, fast. Nur fast, nicht ganz. Ja, guck mal, ich sogar gewonnen, ja. Naja, dafür, dass ich den Debuff bekommen habe, habe ich nur knapp verloren, auf jeden Fall. Das passt aber schon.
Ist so doof. Dann sollen sie das Öl halt wirklich rausnehmen für die Zeit, wenn das so verbuggt ist, ne? Die sollen es vor allen Dingen aus dem Tower bitte mal rausnehmen. Wir brauchen kein doppeltes Öl und ich brauche generell auch keinen doppelten, dreifachen Skills. Das ist ja dumm, das Alter. Ist alles aber weniger als dieses Doofe, dass man es tatsächlich nicht schilden kann. Ja, das verbuggt ist nochmal was anderes, aber da kann man jetzt davon ausgehen, dass es irgendwann gefixt wird, ja. Ja, also ich hoffe es halt. Da muss eigentlich ein Hotfix, ja, okay, was nehme ich denn hier mit? Scorpions könnte ich auch mit reinstellen, aber ich könnte auch einfach Melter reinstellen. Aber warte mal, da sind ja viele Wespen. Waren die da eben schon, ja? Nee, ja, die waren die Runde schon da, genau. Aber die habe ich jetzt, ich gebe meinen Arklatz einfach an die Air, dann war es das mit denen. Quasi egal. Ich könnte theoretisch auch, ich könnte auch die Race dahin stellen, weil ich kann eh nichts mit dem Geld anfangen. Die anderen Einheiten brauche ich auch nicht. Ich stelle nochmal so eine. Stell die denen einfach ins Gesicht, oder? Klingt nach einem Plan. Hat er Jump Drive drauf? Dann mache ich es vielleicht anders. Hat er drauf, okay. Dann machen wir das anders. Dann hole ich einfach noch mehr Fangs mit Ignite. Die sind gegen alles gut. Ja, wobei, ich stelle das trotzdem mal dahin. Wie gesagt, ich drücke jetzt einfach Anti-Air auf meinen Arclight, dann hat sich das Thema eh erledigt. Okay. Ich gebe mal Kredit aus, die Runde, denke ich. Ja, das sollten wir auf jeden Fall tun. Was auch immer ich damit noch machen möchte. Hm, 100 habe ich noch übrig. Mach nochmal eine Arti. Leveln. Okay. Ich meine, die Melter sind so ein Backup. Achso, ich habe nochmal einen. Okay, hat es nicht umgesetzt. Ich dachte, ich hätte einfach auf die Wespen drauf nuken sollen. Egal. Okay, jetzt habe ich wieder zwei Rhinos drin, aber ist auch egal. Alles wurscht. Sind nicht viele Wespen bei dir drüben. Ah, doch, sind ein paar angekommen. Mm, ja, da kommen schon ein paar durch, aber ich habe auch eigentlich viele Fangs drunter. Okay. Aber, ja. Ich weiß nicht, ob sie nicht doch durchkommen an den Tower. Es scheint so, als ob er durchbricht. Ganz knapp. Okay. Ja, ich glaube, er bricht durch. Knapp. Na, nee, genau nicht. Es war knapp. Ah, ich habe hier Elite Arclights mit Anti-Air. Also, das sollte eigentlich gelaufen sein für ihn. Aber auch du schaffst ja auch easy. Never mind. Es sah ein bisschen knapp aus, weil wäre an den Tower gekommen, wäre es ein bisschen doof gewesen, aber ich habe sehr viele Late Fangs mit Ignite und Range. Gut. Bisschen Angst hatte ich vor den Würmern. Ist ein bisschen unangenehm, ja, wenn man da nicht drauf vorbereitet ist, aber ging schon. Wunderbar. Ja, die Melter hast du jetzt dann im Drop genommen, ne? Die habe ich im Drop genommen, ja. Ich habe sie auch behalten. Man hätte es auch verkaufen können einen, aber warum nicht als Backup? Weil ich habe so viel Schaff. Die Würmer sind oft lange oben. Und wie zufrieden warst du mit deinem Ignite gegen die Würmer? Durchaus. Also ich glaube, sonst hätte ich die gar nicht down bekommen, muss ich sagen. Okay. Was ich auch spannend finde bei dir, du hast keinen einzigen Marksman auf Level 2, oder? Nee, nur der links bei dem Vulcan rauskommt. Das ist, weil ich die ja so spät gebaut habe. Und, ja. Die sind dann immer weggestorben. Die letztendlich, ich glaube, Phönix gekillt haben, glaube ich, sogar die Fangs dann. Okay, aber beide mit, also ein Double Upgrade gehabt. Spannend. Ja. Genau, habe ich so sonst auch nicht. Aber ich denke, gegen die Würmer ist das eine ganz elegante Lösung.